Im heutigen Video möchte ich mal über etwas reden, was meiner Meinung nach jeder, der in Krypto investiert ist, wissen sollte. Und ich gehe mal davon aus, dass viele hier etwas in Krypto haben. Dann haben wir noch ein Update zur Terra Luna mit unter anderem sehr spannenden geleakten Chatverläufen und noch sehr interessante News zu Dogecoin, wo ich nur sagen kann, da versteht jemand, ein Politiker, rein gar nichts über den Kryptospace. Für alle, die neu hier sind, mein Name ist Sami und auf diesem Kanal bringe ich euch jeden Tag die wichtigsten Krypto-News in wenigen Minuten. Außerdem, bei Interesse, meldet euch gerne noch mit dem ersten Link in meiner Beschreibung bei der wahrscheinlich billigsten und sichersten Krypto-Exchange Bitvavo an und spart mit meinem Link noch bei den ersten 1000 Euro jegliche Handelsgebühren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Erstmal, zum Bitcoin-Preis gibt es heute mal wieder nicht viel zu sagen. Im Großen und Ganzen geht es einfach immer noch in unserer Range zwischen 28.600 und 30.700 Dollar seitwärts. So, was sollte jeder Krypto-Holder wissen, was tatsächlich den Kurs von Bitcoin und somit eigentlich alle Kurse im Kryptomarkt auch nochmal deutlich nach unten treiben könnte? Und ich nehme es direkt vorweg, es ist die Rentabilität des Bitcoin-Minings. Wie die meisten hier wahrscheinlich wissen, wird der Mining-Reward, den man pro geschürften Block bekommt, bei Bitcoin jede 4 Jahre halbiert. Aktuell bekommt ein Miner 6,25 BTC pro Block. Um einen Block zu schürfen, hat ein Miner bzw. eine Mining-Einrichtung aber auch eine Menge Kosten. Von der Miete, wo auch immer die Miner gelagert sind, über die Stromkosten, die ja vor allem zurzeit auch durch die Decke gehen, bis hin zu den Wartungskosten. Das heißt, der Profit sind die Mining Rewards minus all die Kosten. Und je weniger ein BTC wert ist, desto geringer ist der Profit. Beim Allzeithoch hat ein Miner pro Block über 430.000 Dollar bekommen. Aktuell sind es nur noch so 180.000 Dollar. Im Prinzip ist also die Rentabilität des Bitcoin-Minings stark gesunken. Auf dem BTC-Mining-Rentabilitätschart sieht man tatsächlich, dass dieser Wert seit Jahresbeginn um 56% gefallen ist und seit dem Allzeithoch bei 0,45 US-Dollar pro Tag und Terahash pro Sekunde tatsächlich um über 75%. Auch auf dem Chart des täglichen Bitcoin-Mining-Umsatzes sieht man vor allem nochmal jetzt im Mai einen deutlichen Rückgang. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass wenn Bitcoin weiter fällt, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem eine Mining-Einrichtung nicht mehr profitabel ist. Das kommt ganz auf das Land, die Stromkosten, die Kosten der Mitarbeiter und vielen weiteren Faktoren an. Das heißt, dieser Punkt ist nicht bei jeder Mining-Einrichtung gleichzeitig erreicht, aber irgendwann fangen halt die ersten an, nicht mehr profitabel zu sein. Und davon sind wir auch gar nicht mal mehr so weit entfernt. Die letzten Monate schon, und dazu hatte Crypto Newsflash erst letztens einen ganzen Absatz in einem Artikel geschrieben, haben einige Mining-Zentren Teile ihrer Bitcoin-Bestände verkauft, einfach um besser darauf vorbereitet zu sein, falls wir in eine Rezession rutschen bzw. einen längeren Bärenmarkt. Was aber noch nicht passiert ist, ist etwas, das als Mining-Kapitulation bekannt ist. Genau wenn diese Rentabilitätsschwelle erreicht wird, also dass das Mining für viele nicht mehr profitabel ist und Mining-Einrichtungen sich dann sogar dazu entscheiden, ihre Miner offline zu nehmen, bzw. zumindest im großen Stile anfangen, ihre Reserven zu verkaufen. Erst vorgestern hat Glassnode Alerts einen Chart veröffentlicht, der zeigt, dass der BTC Miners to Exchange Flow gerade ein 4-Monats-Hoch von 6.188 BTC erreichte. Ich möchte nicht der sein, der bärische Szenarien vorhersagt oder so, aber es ist zumindest etwas, wo jeder wissen sollte, dass es das gibt. Und eine richtige Kapitulation der Miner würde die Kurse auf jeden Fall auch nochmal deutlich nach unten treiben. Etwas, das zu diesem Thema auch ganz gut passt und zurzeit auch überall in den Medien ist, ist, dass auch einige Krypto-Exchanges jetzt Maßnahmen ergreifen, um sich aufgrund der makroökonomischen und geopolitischen Lage auf möglicherweise einen längeren Bärenmarkt vorzubereiten. So haben wir zum Beispiel Gemini, die ihr Personal nun um 10% reduziert haben, oder auch Coinbase, die jetzt erstmal keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen und sogar schon angenommene Stellen widerrufen. Um zwischendurch auch eine positive News mit reinzubringen, nachdem Mediamarkt im April schon 12 Bitcoin-Automaten in Österreich aufgestellt hatte, folgt nun Saturn mit 3 Filialen in Deutschland, da das Interesse anscheinend so groß sei. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selbst noch keinen Bitcoin-Automaten in Real Life gesehen habe. Aber wenn das so weitergeht, dann könnte sich das womöglich bald ändern. Dann haben wir auch noch Neuigkeiten zum Thema Terra. Während das Terra 2 Ökosystem mittlerweile schon voll eingeleitet wurde und Doquan versucht, das Vertrauen der Investoren wiederzugewinnen, ist der Untergang des originalen Luna Tokens und auch des UST Stablecoins aber noch lange nicht vergessen worden. Vor allem nicht von den südkoreanischen Behörden.
Um die Angelegenheit genauer unter die Lupe zu nehmen, haben die Staatsanwälte in Südkorea jetzt nämlich alle Mitarbeiter von Terraform Labs zu einem Verhör vorgeladen, wie der lokale Fernsehsender GTBC berichtete. Und ein Mitarbeiter enthüllte anscheinend, dass auch Teile des Teams um Do-Kwan herum von Anfang an Zweifel am Design des UST-Stablecoins hatten. Sie hätten den CEO des Unternehmens, also Do-Kwan, im Vorfeld gewarnt, dass der algorithmische Mechanismus letztendlich scheitern könnte. Do-Kwan hätte da aber nicht zugehört und die Einführung trotzdem vorangetrieben. Was aber für noch mehr Zweifel sorgte, waren kürzlich geleakte Chatverläufe aus einer Telegram-Gruppe mit dem Namen Terra Rebirth League, in der sich hochrangige Mitarbeiter von Terraform Labs und die Validatoren des Netzwerks zum Crash von Terra Luna und dem Thema Terra 2.0 austauschten. Geleakt wurden diese von einem der Validatoren, der die Chatverläufe sogar auf einer Blockchain veröffentlichte, sodass sie für immer gespeichert und zugänglich sind. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Wesentlichen zeigen die Chatverläufe, dass alle extrem unsicher und verzweifelt waren. So schreibt einer zum Beispiel: Könnte mich jemand aufklären, wofür diese neue Version, also Terra 2.0, ist und was sie tut? Oder Rohit von Coinbase Cloud schreibt: Ich habe noch nie so viel Verwirrung bei etwas Ernstem gesehen. Und auch Do-Kwan selbst meldete sich zu Wort mit: Kann jemand das Problem zusammenfassen? Ich bin ziemlich verwirrt. Naja, wenn es darum geht, was für rechtliche Strafen da auf Do-Kwan warten, ist man sich nicht ganz einig. Aber einige Anwälte gehen davon aus, dass es zumindest sehr hohe Geldstrafen geben wird und möglicherweise könnte Do-Kwan sogar für einige Zeit hinter Gitter kommen. Des Weiteren haben wir noch was zu Dogecoin. Und zwar will Dr. Timothy Ursich, ein 37-jähriger Mediziner, der jetzt für Kalifornien in den US-Senat will, Doge als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Zitat: Ich rufe Bill Marcus, also der Dogecoin-Gründer, und Elon Musk auf, meine Wahlkampagne für den US-Senat hier in Kalifornien zu unterstützen. Wie bereits vor Wochen erwähnt, werde ich, falls ich am 7. Juni gewählt werde, einen Gesetzesentwurf ausarbeiten, der Dogecoin als gesetzliches Zahlungsmittel vorschlägt. Ich werde mich für eine massenhafte Akzeptanz durch den universellen Nutzen von Kryptowährungen einsetzen. Seine Begründung: Wir brauchen Kryptowährungen als Werkzeuge, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Und wie bereits im Intro erwähnt, da hat sich einer verdammt schlecht informiert. Denn Dogecoin selbst ist eine hochinflationäre Kryptowährung, die da rein gar nichts löst. Meiner Meinung nach braucht dieser Timothy einfach Aufmerksamkeit, um bei der Wahl besser abzuschneiden. Und was gibt es Besseres, als den Hype um Dogecoin und Elon Musk auszunutzen? So, für heute war's das aber auch schon. Wir sehen uns morgen wieder.